Einen wunderschönen guten Tag aus meinem Atelier. Heute habe ich mir gedacht, ich würde euch zeigen, das kam immer wieder die Frage, wie befreie ich das Bild von Silikonöl? Ja? Und in diesem Video geht es darum, nicht nur wie ich das von Silikonöl befreie, sondern welche Mittel benutze ich danach, damit ich das Bild markieren kann. Und bleiben Sie bis zu Ende, da zeige ich euch ein besonderes Verhältnis, wie mische ich meine Lackierung, damit das richtig gut funktioniert und ihr so glatte, glänzende Oberfläche von euren Puringbildern habt. Und ich verwende, wie gesagt, nur Lack, keine sozusagen Stoffe, die bedenkliche Stoffe, die für unsere Gesundheit nicht so gut sind. Und jetzt schauen Sie mal, die Zellen sind entstanden durch das Silikonöl. Und das Problem ist, wenn wir das gleich lackieren, dann wird das nicht so glatt liegen. Deswegen müssen wir unser Bild reinigen. Dazu nehme ich immer Kernseife, ganz normale Schwamm, das ist jetzt so mit Wasser. Da gehe ich so drauf. Sie können auch Spülmittel nehmen, aber Kernseife ist das besser, da macht die Oberfläche richtig sauber. Und dann, keine Angst, passiert wirklich nichts. Da gehen wir auf unsere Fläche und wir waschen das einfach wirklich, wie wir Geschirr waschen. Ja? Das ist Acrylgemälde, weil ab und zu sagt man, was passiert, wenn ich das, wenn das zu viel Wasser, jetzt habe ich ein bisschen zu viel genommen, extra kann man das wirklich ein bisschen was wegnehmen, wieder was von Seife nehmen und nochmal alles richtig abwaschen. Ja? Dann nehmt einfach ein nasses Tuch und ihr macht das einfach alles runter. Und wenn er merkt, okay, das Bild ist jetzt, jetzt merke ich, dass es noch ein bisschen rutschig, dann muss ich das nochmal, den Tuch sozusagen, nochmal Wasser, das in Wasser eintauchen. Ich drehe das einfach so rum und wie ihr seht, passiert gar nichts. Mein Tuch bleibt sauber, ja, weil manche sagen, oh, wenn ich aber so mache. Manche empfehlen auch, Kartasche zu nehmen, Soda oder Essig. Ich empfehle das nicht. Wie gesagt, einfaches Tuch, einfache Kernseife. Dann haben wir schon unsere Oberfläche von Öl befreit. Das Bild sollte mindestens, ich lasse das über Nacht trocknen. Ich sage immer 12 Stunden, damit das richtig gut getrocknet ist. Und danach, wenn es trocken ist, sollte man das lackieren. Und ich nehme für Lackierung die Materialien von Bösner. Das ist der Transparentlack glänzend. Und damit es richtig schön, sozusagen eine schöne glatte Oberfläche hat, nehme ich auch unsere Fluidmedium, mit dem wir das gepurt haben. Dann haben wir die gleichen Material. Das ist physikalisch gesehen und chemisch gesehen ganz gut. Da sind sie gut kombinierbar. Und lackiere ich mein Bild im Verhältnis zum 1:1. Da habe ich so eine Flasche, da habe ich diese Mittel. Mische ich das 1:1. So, meine Lieben, so wie ich euch gesagt habe, dann sollte das Bild mindestens 12 Stunden trocknen und dann geht es mit dem Lackierung weiter. Ich nehme für die Lackieren so meine Pinsel, ja, und dann geht es mit meinem Mittel einfach oben drauf. Ich mache das so ein bisschen, so sieht ihr, dass es so ein bisschen mehr. Ja, einfach reingießen und dann mit Pinsel gleichmäßig verteilen. Wie ihr seht, das ist so eine milchige Substanz, aber liebe Leute, keine Angst haben. Das habe ich jetzt ein bisschen zu viel, merke ich gerade. Aber ich verteile das alles, weil ich brauche auch, das ist für meine Kante. Und hier habe ich eine so, eine bestimmte Mischung, der wirklich so trocknet, dass unser Bild richtig schön lackiert bleibt, ja, und es glänzt und wir keine Pinselstriche zum Schluss sehen, ja. Deswegen auch ruhig ein bisschen mehr und wenn er merkt, okay, wie gesagt, wie ihr seht, dass es am Anfang könnte man so Schock kriegen und sagen, oh, das Bild ist jetzt weiß geworden, aber keine Panik auf der Titanic, ja, es ist nicht so schlimm,
Hier, wenn ihr seht, dass ihr zu viel habt, könnt ihr das bisschen Pinsel abdrucken, dann nochmal rübergehen, rüberfahren. Und wie ihr seht, da kann man der Schicht ein bisschen dünner machen. Dann sieht man jetzt Pinselstriche, das wollen wir nicht unbedingt. Mache ich das jetzt so quer. Ja? Und dann läuft diese Medium sozusagen zusammen. Und wenn es trocknet, dann sehen wir diese milchige Schicht überhaupt nicht. Und wir sehen auch diese Pinselstriche auch nicht. Und dann die Ränder nochmal. Es ist auch extrem sozusagen bei weißen Bildern, werdet ihr sehen, dass das echt so. Und hier, wenn ihr seht, an die Kante noch ein bisschen viel, kann man dann auch nochmal sozusagen rüberfahren und vielleicht die Reste ein bisschen wegnehmen. So leicht so. Und ich habe gesagt, am Ende meines Videos, weil Materialien habe ich euch schon gezeigt, das steht auch alles in meinem unter dem Video, könnt ihr das nachlesen, was ich für Materialien benutze. Hier nehme ich das auch ein bisschen weg. So, und jetzt zeige ich euch nochmal, wie versprochen. So seht ihr, das ist alles jetzt glatt, und wenn es trocknet, dann hat das Bild wieder die Farbe. Wie gesagt, das sollte jetzt trocknen, dann würde ich euch auch kurz so ein kleines Teil zeigen nach dem Trocknen, wie die Farben wieder so sind, wie sie sind, noch leuchtender. Durch das Firnis werden die Dunkelfarben noch dunkler, helle Farben noch heller, das ist der Trick daran. Und jetzt das wichtigste Teil, ich benutze immer Materialien von Büssner, und das ist eine transparente Lack glänzend. Und das ist mein Lieblings-Puring-Mittel, Fluid-Medium, was ich auch benutze. Wenn wir das Bild nur mit Puring-Medium lackieren, dann klebt das. So, das ist so wirklich ganz minimal, das ist so komische Gefühl, nicht schön. Wenn wir nur Lack nehmen, dann haben wir die Streifen. Aber wenn wir diese beiden Medien zusammenmischen, in Verhältnis 1 zu 1, dann habt ihr wirklich eine coole Oberfläche, die richtig schön glänzt. Zeige ich jetzt ein paar Beispiele. Und dann sieht man da keine Pinselstriche. Das glänzt wunderbar. Und schauen Sie mal, die Farben liegen in einer Fläche. Und das Schöne daran ist, wir haben keine giftigen Materialien. Das sind einfach Lack, Transparentlack und Puringsmittel, was wir benutzen. Und das ist hier keine gefährlichen Stoffe drin. Das ist sehr gut für unsere Gesundheit. Wir können das ganz gut einatmen. Insoweit. Ich wünsche euch viel, viel Spaß beim Puring. Wenn ihr Fragen habt, immer, immer gerne. Und wenn es euch meine Video gefallen hat und es war nützlich für euch, dann abonnieren Sie meinen YouTube-Kanal, folgen Sie mich bei Instagram Dara Kunstschule und bei Facebook Dara Kunstschule. Liken Sie das, empfehlen Sie mich weiter und bleiben Sie dabei. Es gibt immer wieder was Neues, was wir gemeinsam meistern können. So, meine Lieben, jetzt wollte ich euch nur kurz zeigen, wie versprochen, das Bild ist jetzt trocken. Und wie ihr seht, diese ganze opalige Farbton, der ist weg. Und wir hatten überall gleichmäßig geglänzt und ohne diesen Pinselstriche. Und das ist, da kommt eine wunderbare Struktur raus. Wie gesagt, ich habe lange experimentiert und gedacht, wie kriege ich das hin mit normalen Mitteln. Und wie ihr seht, das ist alles liegt an einer Fläche. Und wie gesagt, für mich war ganz wichtig, dass wir keine Pinselstriche haben, und hier sieht ihr, das haben wir nicht, wir haben unsere Struktur und alles liegt praktisch an einer Fläche. Insoweit, wenn ihr Fragen habt, liebend gerne, und die ganze Materialbeschreibung findet ihr in Beschreibung von Videos, weil das ist auch ab und zu wichtig. Wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, immer, immer gerne. Ich bedanke mich und wünsche euch eine fantastische Zeit mit Puring. Eure Dara.